Ja. Hallo, Herr Muschelmann. Ja, Muschelmann. Und zwar melde ich mich bezüglich Energiekosten, Wegen was denn bitte? wir vom deutschen wegen der Ach so, Energiekosten. Entschuldigung, ich bin gerade noch auf dem Balkon gewesen. Ich hatte Sie nicht verstanden. Also kein Problem, Ja. kein Problem. Was ist denn Und damit? zwar wir vom deutschen. Nichts Schlimmes. Also Ah, wir ich vom dachte ja schon, das nein, wäre es jetzt ja noch gewesen nein, zum Wochenende, wenn ich schon wieder so eine nein, Nachzahlung nein, gekriegt hätte. nein, nein, alles gut. Also Ah. nur zur Erklärung, wir vom deutschen Energievertrieb, wir sind selber kein Stromversorger, Das ist schon mal sondern gut. wir prüfen lediglich Stromtarife, da ja bei einigen auch die Preisgarantie ausgelaufen Die ist. was? Und ich wollte einmal schauen, Preisgarantie ist ja bei einigen Was ausgelaufen. ist denn das? Und Preisgarantie. Ja. Wissen Sie nicht, was Preisende, oft ist das ja so, wenn man einen Stromvertrag abschließt bei welchem Versorger auch immer, ja, dann kriegt man ja häufig auch eine Preisgarantie. Die Preisgarantie schützt den Kunden davor, dass wenn der Strompreis steigt, ne, in einem gewissen Zeitraum sind sie dann da Ach geschützt. In so. der Regel zwischen 12 und 2 Jahren, je nachdem wie das Vertrag vereinbart worden ist. 12 Jahre? Nein, zwischen 12 und 24 Monaten. Ach so, Entschuldigung. Ne? Ja, ich kenne Das mich da heißt, ja nicht kein Problem. aus. Ist ja nicht schlimm. Ne? Also Beispiel zum Beispiel, Sie schließen jetzt heute bei Ihrem Versorger einen neuen Vertrag ab, ja, über 24 Monate mit einer Preisgarantie von 24 Monate und innerhalb der 24 Monate steigt der Strompreis auf dem Markt, sind Sie vor der Erhöhung nicht betroffen. Das ist eine Ach, Preisgarantie. das ist wie so ein Also Sie haben kein Problem. Schutzschild. Genau, Oh, richtig. toll. Super. Hab ich sowas So, denn? und jetzt habe ich mal, weiß ich nicht, das würde ich ja gerne einmal mit Ihnen zusammen Ach schauen. so. Und zwar möchte ich erstmal generell prüfen, ob Sie über wen Sie aktuell versorgt werden, ja, und was Sie dafür zahlen. Ja, ich glaube, das sind die Stadtwerke. Ich wüsste nicht, wer hier sonst Strom anbietet. Okay, es gibt ja viele Versorger auf dem deutschen Markt inzwischen. Nee, wir haben hier, glaube ich, nur eine Ja. Stadtwerke-Firma. Okay, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Versorger, die ja bei Ihnen trotzdem Strom und Gas und was weiß ich alles anbieten. Weiß ich nicht. No? Genau, da ist so. Die Stadtwerke ist ja der Grundversorger, die ja alle Kunden aufnehmen müssen, die dort zuziehen, ja. Und dann kann der Kunde ja nochmal selber frei entscheiden, möchte ich bei der Stadtwerke bleiben oder nutze ich einen anderen Stromversorger, wo ich dementsprechend eventuell weniger Ach bezahle. so, also wenn man wohin zieht, dann ist man da automatisch. Dann ist man erstmal automatisch Ja, dann drin, bin ich da, weil ja, ich wohne hier weil. jetzt gerade mal 3 Wochen. Ja, okay. Was zahlen Sie denn bei den Stadtwerken? Oder was sollen Sie zahlen? Ich glaube, der hat gesagt, 75 € kostet das. 75 Euro. Mit wie vielen Personen leben Sie im Haushalt, wenn ich fragen Ich darf? wohne hier alleine. Und dann 75 Euro, das ist aber eine Menge Geld, ne? Ja, ich habe so ein kleines Musikstudio. Man kann es nicht Ach Musikstudio nennen. so. Ich spreche so Hörbücher. Und da Ja. braucht man halt so einen schallgedämpften Raum und halt Computer Ja. und alles. Und der hat das ausgerechnet mit. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Ich habe dem erzählt, was ich so alles habe, und dann hat er das so eingestuft. Ja. Ach so, ja, nee, dann passt ja. Klar, wenn Sie jetzt so tontechnisch Sachen zu Hause haben, das haben Sie ja, wenn Sie Hörbücher einsprechen, Ja. ne? Die verfressen natürlich auch ein bisschen Strom, das ist richtig. Deswegen, ja, okay, deswegen die 75 Euro, dann ist das natürlich auch logisch. So, weil ich möchte jetzt einmal mit Ihnen zusammen gucken, ob es denn eventuell nicht doch ein bisschen günstiger geht. Weil bei 65 Euro, gucke ich mal eben den Tarif bei der Stadtwerke. Einen Moment mal, ich Meinen Sie könnte. denn, der von den Stadtwerken hat mich angelogen? Weil der hat mich immer so doof angeguckt. Ich könnte Nein. mir das vorstellen. Warum, nee, also ich glaube nicht, dass er sich jetzt veräppelt hat oder sonst was. Das kann ja. Vielleicht Ja, wollen die das. ja nur Geld machen. Mit einem Dummen kann man es ja Na, das machen. glaube ich. Das ist wie so ein Das. Autoverkäufer, wenn der merkt, dass man Ja. keine Ahnung hat, verkauft er einem einen russischen Panzer. Ja, aber da glaube ich nicht, weil das macht im Endeffekt keinen Sinn, weil wenn sie jetzt mehr eingezahlt haben, weniger verbraucht haben, dann kriegen sie das Geld ja sowieso zurück. Ach so, aber dann habe ich denen ja Kredit gegeben, das will ich ja auch nicht machen. Ich bin ja Ja. geizig. Wie gesagt, ich. Ja, generell ist ja so, wenn man irgendwo neu einzieht, dann schätzt man ja erstmal, ne, wie der Verbrauch in etwa aussehen könnte. Ja. Deswegen wurden sie auch gefragt, was sie alles nutzen, ne, was sie für Elektrogeräte haben und so weiter, ja. Und dementsprechend wird das durchschnittlich angepasst, okay, ne, weil wir haben jetzt die und die Geräte zu Hause, die verbrauchen im Durchschnitt so und so viel, ne, Ja. und dann ganz normal halt Stromheizung, Licht, ne, Können Sie das so und vielleicht noch dementsprechend wird mal dann. zur Sicherheit, dass der mich wirklich nicht veräppelt hat, können Sie das auch noch mal ausrechnen? Ja, ich kann das gern einmal nochmal Oh, das ausrechnen. wäre Also, toll. was haben Sie denn für Geräte denn genau zu Hause? Also, Aufnahmegerät, ich denke mal, das ist eine größere Anlage, Ja ne? klar, ich habe so ein Mixtable, da hängt da so ein geiles Ja. Mikrofon dran, halt die geilsten Kopfhörer, die man sich vorstellen kann. Und dann halt der Computer, Ja. der Drucker, der Scanner, die Webcam, alles, was man sich halt so dazu vorstellt. Und dann halt das, was man so im normalen Haushalt hat. Und ich habe ein elektrisches Fußmassagegerät.
Gut, dann gucke ich mir das einmal an. Und meine Maus und Tastatur, die leuchten, falls das auch, das wird ja dann auch mehr verbrauchen. Ja, das ist irrelevant, das macht mehr oder weniger aus. So. Ja, aber wenn andere nicht leuchten, dann muss die Leuchte doch mehr Strom verbrauchen. Sonst ja, nee, weil da ist ja eine extra Batterie mit drin. Nee, die hat ja ein Kabel. Die hat ein Kabel. Okay, aber da ist ja eine Diode drin. Da ist ja eine Diode drin und so eine kleine Diode, die verbraucht. Was ist da drin? So eine Leuchtdiode, damit das ja leuchtet. Ach so. Aus leuchtet und das hast du, ist ja so eine Diode drin. Wie so am Weihnachtsbaum. Richtig, oh. So ein Weihnachtsbaum, eine klitzekleine Glühbirne. Ist ja bald. Verbrauchen nicht. Es ist nicht mal mehr ein halbes Jahr, dann ist schon wieder Weihnachten. Geht schnell um, ne? Aber ja. Hallo. Ja. Das ist toll. So, dann guck ich mal an. Also. Ja, ein Weihnachtsbaum, ja. Der ist auch immer hell beleuchtet, falls das was ausmacht. Ja, kommt drauf an, ne? Ich sag mal so, wenn ich das bei meinem Nachbarn sehe, der natürlich das ganze Haus beschmückt hat, den ganzen Vorgarten, das Haus selber, wie in Hollywood. Ach ja, Gott. Das frisst natürlich Strom. Na, so ja. Leute sind ja auch irgendwie bescheuert. Ich hab ja hier nur meine Wohnung. Ja. Ja, aber es gibt halt solche Leute, die sind halt so verrückt, ne? Ja, jeder, wie er es machen will, ne? Ich will ja niemanden vorverurteilen. Ja. Nö, muss man ja auch nicht, soll man ja auch nicht, ne? Weil jedem das seine. Richtig. Ja? Wenn er mit zufrieden hält und wenn es ihm gefällt, dann ist es auch in Ordnung. Er tut ja damit keinem was. Richtig, Hauptsache die Leute sind glücklich, ne? Es sei denn, der beleuchtete Weihnachtsmann fällt runter und er schlägt den Postboten. Stellen Sie sich das mal vor, das steht dann in der Sterbeurkunde, wurde von Weihnachtsdekoration erschlagen. Das zahlt doch keine Versicherung. Ja, nee, aber wäre eine schöne Schlagzeile, würde vielleicht sogar verfilmt. Können Sie vielleicht ein Hörbuch sogar machen. Warte, das muss ich mir aufschreiben, das wäre so eine tolle Kurzgeschichte. Das wäre toll, ne? Muss ich dich als Urheber mitnennen oder darf ich das so mal Copyright frei machen? Dürfen Sie Copyright frei Super. Machen. Super. Ich finde die Idee richtig so, toll. Ist eigentlich nicht schlecht, ne? Muss ich mir nur noch so ein paar Figuren dazu ausdenken und einen tollen Titel. Da fällt mir jetzt aber spontan gar nichts ein. Ich hab mir das aufgeschrieben. Schreiben Sie mal auf, da können Sie Gedanken zu machen, ne? Genau. Auf jeden Fall. So, jetzt nochmal zu dem Verbrauch. Und zwar kommen Sie dann tatsächlich über circa 2000 bis 2500 Kilowattstunden raus mit diesen ganzen Geräten. Und jetzt schaue ich einmal, was das dann auch genau ausmacht. Macht die Lavalampe einen großen Unterschied? Die Lavalampe überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe 6, 7 Lavalampen zu Hause stehen. So viel? Ja, das macht überhaupt nichts. Warum so viele? Weil ich das schön finde. Die sind auch toll. Ich habe so eine ganz große. Ja, die sind auch toll. Ich habe mal bei so einem Gewinnspiel mitgemacht, da habe ich die gewonnen. Echt? Das ist ja cool. 1,30 ist die hoch. So rot-orange, wie so ein Vulkan. Aber da kann man voll toll einschlafen, wenn die an ist. Ja, das glaube ich. Ich kenne das selber. Ich habe da auch dann gerne an. Ja. Ja. Das ist natürlich schön, ne? Und dann habe ich auch gerne dann beim Schlafen, dann mache ich so CD an, so mit dem Meeresrauschen oder sowas und dazu die Lavalampen. Das ist ganz toll. Oh, das hört sich ja an wie im Yoga-Studio. Sind die alle in einem Zimmer, die Lavalampen? Verteilt. Ja, das muss ja auch gleichmäßig her. Wie heißt das Qigong oder wie das heißt, dass man die Wohnung ordentlich einrichtet, weil man sonst nicht schlafen kann? Feng Shui. Okay. Guck mal, jetzt fällt mir das wieder ein. Ja, das stimmt. Oh, toll. Das stimmt. Lavalampen sind toll. Das ist schön, das ist richtig. So, jetzt gucken wir nochmal, sind sie bei ca. 2000 bis 2500 Kilowattstunden. Ist das gut? Jetzt gucke ich mal einmal kurz. Das ist ausreichend. Und jetzt schaue ich mal eben kurz an, wie die Tarife aktuell bei der Stadtwerke Saarbrücken aussehen. Kurzen Augenblick bitte. Also der Typ hieß Müller, der mir das verkauft hat, falls das hilft. Das kann ich gar nicht sagen, weil ich habe ja nichts mit der Stadtwerke zu tun. Ach so. Wir sind durch den Energievertrieb. Wir sind ja kein Stromversorger, sondern wir arbeiten mit vielen großen namhaften Strom- und Gasanbieter in Deutschland zusammen. Ach so, dann sitzt ihr gar nicht in Saarbrücken? Nein, ich selber bin nicht in Saarbrücken. Wo seid ihr denn? Hallo. Wo seid ihr denn? Ich rufe aus Landshut an. Landshut? Wo ist das denn? Das klingt komisch. Ja, das ist in Bayern. Ja, kein Wunder, da klingt alles irgendwie komisch. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja. Ja, kein Problem, ne, gebe ich Ihnen ja recht. So. Finde ich die Stadt wirklich, Saarbrücken bin ich jetzt gar nicht, aber jetzt habe ich auf jeden Fall meinen Tarif hier vorliegen und zwar. Was ich Ihnen anbieten kann, das ist die Badenova. Was für ein Ding? Das ist ein Ökostrom. Die Badenova. Das ist ein Ökostromanbieter. Mit dem Tarif Ökostrom 24. Das ist der drittgrößte Versorger in Deutschland. Und dann habe ich das noch nie gehört. Ich habe echt Nachholbedarf im Strombereich. Ja, ich sag mal so, wenn man sich ja damit gar nicht beschäftigt, woher soll man das auch alles wissen oder kennen? Das ist einfach so. Völlig normal.
Ja, ist ja völlig normal. Man kann ja nicht alles wissen, von allen Ahnung haben. Ist ja Ich arbeite dran, aber ich fürchte, das Leben ist viel zu kurz, um sich alle Sachen anzuhören, anzugucken, anzulesen und drüber nachzudenken, für die man sich so interessiert. Ich habe neulich mal angefangen, da bin ich irgendwie drauf gekommen, da habe ich gedacht, wie ist denn das Universum entstanden? Und da bin ich bei Wikipedia gelandet und beim Urknall und wie die einem dann versuchen zu erklären, dass da irgendwie gar nichts war und dann hat's poff gemacht und jetzt wird das immer größer. Ich verstehe das nicht. Das ist total faszinierend. Ja, es ist sehr komplex auch, ne? Ja. Absolut. So. Wie so eine Tonspur. So, jetzt haben wir hier einmal, wie gesagt, bei 2.500 Kilowattstunden, da kommen wir dann auf einen monatlichen Abschlag von 55,13 €. So wenig? Und das dann auch inklusive aller Steuern, sodass da dann auch nichts mehr draufkommt. Und zusätzlich bekommen Sie auch eine Preisgarantie bis von 24 Monaten, das ich ja am Anfang erklärt habe, was eine Preisgarantie ist. Das heißt, wenn in diesem Zeitraum der Strompreis steigt, dann sind Sie davor nicht betroffen, also Sie sind auf jeden Fall davor geschützt. Das ist toll. Ja. Warum ist das so günstig? Ist da geklaut, der Strom? Ich will keine Hehlerware. Nein, der ist nicht geklaut. Nein, das ist nicht geklaut. Das hat folgenden Hintergrund. Die Stadtwerke ist ja bei Ihnen vor Ort der Grundversorger. Ja. Und der Grundversorger muss ja jeden Kunden aufnehmen, ob er zahlungsfähig ist oder zahlungsunfähig. Ja, ich bezahle das so, dementsprechend, ist ja richtig, aber es gibt ja auch Kunden, die zahlen nicht, weil sie nicht wollen oder weil sie gerade nicht können, weil sie einen finanziellen Engpass haben. So, und das wird natürlich mit einkalkuliert, beim Grundversorger. Wie jetzt? Ich bezahle den Strom für die ganzen Assis und Faulen mit? Theoretisch schon, wenn man es genau nimmt. Ja, das hat er mir aber gar nicht gesagt. Ja, aber das ist ja normal, weil jeder in Deutschland, hat ja das Recht auf Strom. Steht das im Grundgesetz? Steht da drin. Ja. Jeder hat das Recht. Das gehört ja zu den existenziellen Grundbedürfnissen. Einigkeit und Recht auf Freizeit. Strom. Ja. Ne, der gehört ja zu den existenziellen Grundbedürfnissen. Strom. Ja. Ohne Strom friere ich. Ohne Strom kann ich mir kein warmes Essen machen. Ja. Ich kann nicht warm duschen. Ja. Und das brauche ich natürlich, um auch zivilisiert auch leben zu können. Deswegen ist das natürlich auch ein Recht eines jeden deutschen Bürgers. Ja. Strom zu beziehen. So. Und der Grundversorger muss deshalb jeden aufnehmen. So. Und alle anderen Versorger, die in dieser Region noch zusätzlich auch Strom anbieten, ihre Tarife anbieten, die sind aber nicht verpflichtet, jeden aufzunehmen und können dementsprechend günstigere Tarife auch anbieten. Oh, das ist toll. Ne? Genau. So, und ich erkläre Ihnen da auch... Da hat er mich ja doch verarscht. Der hätte mir das ja mal sagen können. Nee, veräppelt hat er sie aber nicht, weil das ist ja, er hat sie ja eingestuft, wie das auch mit den Elektrogeräten und alles passt. Der hat sie vernünftig eingestuft. Halt, die Stadtwerke Saarbrücken sind halt nur etwas teurer als manch andere Versorger. Etwas teurer, 20 Euro Unterschied. Das ist ja fast so, als wenn einem einer im Club irgendwelches Zeug ins Getränk mischt. Man weiß ja gar nicht, was man da macht. Das muss er dem doch sagen. Aber wie gesagt, da kann die Stadtwerke ja in dem Fall auch nichts für, Also ich möchte jetzt keine Werbung für die Stadtwerke machen, aber da muss man die auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil die können ja nichts dafür. Der kann nichts dafür, dass er mich angelogen hat. Ah, der hat sie ja in dem Sinne nicht angelogen. Na doch. In dem Sinne ja nicht. Ja, okay, wenn er hätte jetzt auch sagen können, Herr Muschelmann, es gibt Versorger bei Ihnen in der Region, die sind günstiger. Das wäre kontraproduktiv für ihn jetzt, weil er wollte sie auch als Kunde gewinnen. Ja, und er hat das dann aber mit der Methode Anlauf statt Gleitgel gemacht. Der hat mich ja voll verarscht. Wie gesagt, da will ich mir jetzt kein Urteil drüber bilden, weil, wie gesagt, den Sachverhalt, wie der ist, habe ich einmal erklärt. Das war in dem Sinne, er wollte ja nicht linken oder so. Ja. Sondern wirklich, er hat das ja das gemacht, was er vorliegen hat. So, und er kann ja jetzt nicht sagen, das wäre für ein Unternehmen kontraproduktiv, wenn er jetzt sagt, okay, ich komme jetzt von der Stadtwerke, aber Firma XY ist günstiger, gehen Sie dahin. Dann wird er auch ganz schnell eine Kündigung, kriegen, weil er muss ja auch Kunden sammeln. Auch wieder wahr. Aber ist mir ja egal, ob der gekündigt wird. Interessiere mich ja nur für mich selber. Richtig, das ist ja auch richtig. Aber er interessiert halt in dem Fall für sich und seinen Arbeitsplatz. Und vielleicht hat er auch Familie und so, die er ernähren muss. Und wenn er jetzt dann aber die ganze Zeit sagt, ich komme zwar von der Firma, aber gehen Sie irgendwo anders hin, weil die sind günstiger, ist auch ganz schnell sein Arbeitsplatz los. Deswegen muss man das auch mal aus der Perspektive sehen. Stimmt. So, ich erkenne jetzt auch einmal den Ablauf. Ich mache Ihnen natürlich die gesamten Vertragsunterlagen per Post fertig. Schick Ihnen diese auch zu und ab Erhalt der Unterlagen haben Sie nochmal komplette 14 Tage Zeit, alles in Ruhe zu überprüfen
also auch unsere Unterlagen, also von der Badenova, neben die der Stadtwerke zu legen, sodass sie auch selber schwarz auf weiß nachvollziehen können, warum es günstiger ist. Und wenn sie dann sagen sollten, ja, aus welchen Gründen auch immer, ich möchte es doch nicht, dann geben sie uns innerhalb von 14 Tagen Bescheid. Da findet auch kein Wechsel statt. Wenn sie aber selber gesehen haben und alles für sie passt und gesehen haben, dass es günstiger ist, dann heften sie die Unterlagen einfach nur ab. Und wir übernehmen auch den kompletten Wechselservice für Sie, also die Kündigung und auch die Umstellung. Oh, das ist toll, weil ich hasse diesen Papierkram. Ich finde das, ja. ich finde das schon so das schrecklich, wenn ich jetzt hier mal einen Auftrag kriege, ne? Kannst du mal dies oder das einsprechen? Und ich bin ja mehr am Schreiben, am Ausdrucken, am Unterschreiben und am Sachen irgendwo reinstecken, also in den Briefumschlag, als dass ich irgendwas aufnehme. Ja. Das ist sowas von. Ist richtig, ich habe jetzt gerade so ein schwieriges Ding. Da wollte einer, dass ich für so eine, die haben so einen Hörbuchkanal im Internet und da soll ich für den so einen russischen Gangster einsprechen. Ja. Okay. Das ist mega schwierig. Ich habe jetzt 3 Tage lang geübt. Kannst du mir mal so ein neutrales Feedback geben, ob sich das gut anhört? Ja. Warte mal kurz. Ach, hallo, hier ist Ivan. Wie geht's dir, mein Freund? Ah, oh, das klingt aber gut. Findest du? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Putins gibst du mir? Also ich würde schon sagen, das ist schon top, also ich finde das wirklich gut. Ich kenne mich zwar in dem Bereich jetzt nicht so aus. Du hast doch schon mal bei Fernsehen einen Russen gehört. Bei Talkshow, bei Krimi-Film, bei Porno. Ja, das hört sich richtig gut an. Wie viele Putins von 10 möglichen? Ah, ich sag mal, um noch ein bisschen nach oben Luft zu geben, sagen wir mal 8,5. Ah, es passiert bald schon, Suka. Ah, das, es ist mega anstrengend. Ja, das glaube ich, ja klar. Ich habe da auch eine ganz andere. Ich habe da auch ganz lange. Weißt du, was noch viel schwieriger zu sprechen ist? Warte mal. Hallo, ja, ich bin 86 Jahre alt. Können Sie mir bitte über die Straße helfen? Das ist jetzt mal richtig krass. Das ist richtig cool. Oh, danke, ich gebe mir da so Mühe bei. Das ist ja richtig. Ich mach das jetzt. War der toll? Kommt man da nicht drauf, dass ich gar kein alter Mann bin? Nee, also man hat, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass sie noch jung sind und ich hätte jetzt gerade, wäre jetzt so ans Telefon gegangen. Hättest du das geglaubt? Oh toll. Sag mir mal einen Akzent, den ich mal machen soll. Vielleicht kann ich ja noch was aus deinen Lieblingsdingern. Okay. Fällt mir ein. Schweizer? Ein Schweizer zum Beispiel, ja. Ja, grüezi mal, darf ich dir vielleicht mein Alphorn zeigen? Der ist auch gut, ja. Hey, also, möchtest du mit einer Inder reden? Mein Name ist Rakesh. Möchtest du einen Ziegebock kaufen? Nee, der ist gut. Ja, der ist gut, aber machen wir richtig gut. Ja, also, ja. Da ganz großen Respekt vor. Ja, nur wer intelligent ist, kann sich dumm stellen. Das ist wohl wahr, das stimmt. Ja. Aber da ist was Wahres dran, da ist was Wahres dran. Ja, das ist indische Weisheit, weil das ist sehr wichtig bei Ziegenhandel. Ja. Oh mein Gott. So, jetzt machen wir mal noch einmal kurz weiter. Ja, gerne. Soll ich als nächstes mal den Betrunkenen machen? Nee, jetzt, ja, wenn, können Sie gerne machen, aber... Ja, zu mal! ...oder vorgeben, Alter, ja, dann haben wir dabei die Zählernummer geben. Ich bin Roland! Brauche ich doch. Ja, zu mal! Da einmal auf den Zähler gucken oder auf dem Schreiben. Ey, hörst du mir zu, ich bin Roland von der Reeperbahn, Mann. Wenn ich rede, hast du die Klappe zu halten, Mann. Ich bin Hells Angel, ja. Mann. Der ist einfach so, Mann. Gib mir noch ein Glas rüber, Mann. War das gut? Das war gut, ja. Oh, möchtest du eine CD von mir haben? Ich mag dich voll. Ja. Hat so ein bisschen was von Gerhard Schröder gerade gehabt auch. Ich weiß nicht, ob Gerhard Schröder der Dauerbetrunken... Nee, war das nicht der Russentyp, der immer betrunken war? Ich kann mich nicht erinnern, nee, Das war 2002, vorm Wahlkampf. Da saß er im Bundestag. Da hat er wohl zuvor einen Tag zu viel getrunken und da hat er auch so gelallt. Ach ja, warte mal. Da hat doch einer hinterher noch so ein Lied drüber gemacht. Richtig, genau. Ach, guck mal, das ist schon so lange her. Ja. Guck mal, so alt sind wir jetzt schon. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns anstellen wie Russen, Inder und betrunkene Typen von der Reeperbahn. Ist schon schlimm. Aber was will man machen? Das muss ja irgendwie weitergehen. Und weiß ich, das mit den Hörbüchern, das erfüllt halt schon ziemlich mein Leben aus inzwischen. Ich finde das richtig toll. Wenn das lohnt, ne? Das macht mega Spaß. Erstens, das muss ja Spaß machen, wenn man Leidenschaft dafür hat und vor allen Dingen auch
auch damit auch Geld verdienen kann, ist das ja, und dann auch wirklich mit seinem Beruf, der Spaß hat. Ja, mehr, ne? macht das Telefonieren eigentlich auch Spaß? Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich stressig ist. Ne, also mir macht das Spaß, das Telefonieren. Hat man da nicht oft so kaputte Leute am Telefon? Nee, da kommt drauf an. In der Regel sind die Kunden eigentlich immer freundlich. Das ist toll. Da sind Kunden dabei, die jetzt nicht unbedingt erfreut sind, aber in der Regel sind die alle freundlich. Die sind nicht erfreut, dass die Geld sparen können? Ja, manche. Ne? Aber gibt ja immer welche dabei, die pessimistisch eingestellt sind. Das sind dann die grantigen alten Leute, wie der, den ich gerade gespielt habe. Ja, aber ist ja ganz normal. Ist ja auch nicht schlimm, ja. Ist ja auch jedem sein gutes Recht, wenn er sagt, nee, ich möchte das nicht, dann ist er auch völlig in Ordnung. Klar, weil ich hab manchmal auch da, ich weiß nicht, die rufen mich zweimal am Tag an und fragen mich, ob ich einen Hund habe und ihr Hundefutter kennenlernen will. Und dann sage ich denen immer, dass ich keinen Hund habe. Und nach einer Woche ist mir das so doof geworden, dann habe ich meinen bösartigsten Akzent überhaupt ausgepackt und habe dann wie der Führer mit ihnen gesprochen und habe ihnen gesagt, wenn sie nicht aufhören, mir Hundefutter anzubieten, dann werde ich die in einer gnadenlosen Zangenbewegung zermalmen. Und dann habe ich die eigentlich immer nur noch gefragt, wo ist Fegelein? Bringen Sie mir Fegelein! Und so geht das jetzt immer, wenn die mich anrufen. Dann sagen die schon, kann ich den Führer sprechen? Ich bin am Telefon, welche Meldung haben Sie zu machen? Verschwenden Sie nicht meine Zeit, ich habe einen Krieg zu führen! Und so mache ich das dann mit denen. Weiß nicht, ist dir sowas auch schon mal passiert? Dann war ich das vielleicht, dann tut mir das leid. Nee, mir ist das noch nicht passiert. Aber es würde mich aufheitern, ja? Ja, dann würde auf jeden Fall Spaß und Freude reinbringen. Da ist das doch schön, dass ich dich jetzt ein bisschen aufheitern kann. Ja. Wie lange musst du noch arbeiten? Das ist ja eigentlich auch schon spät. Ich habe jetzt eigentlich Feierabend. Aber das ist ja kein Problem. So, was wir aber noch einmal brauchen, damit ich Ihnen auch die Vertragsunterlagen zukommen lassen kann, ist einmal die Zählernummer. Wenn Sie da einmal auf den Zähler selber schauen oder auf dem Schreiben von der Stadtwerke, dass ich auch einmal mit hier aufnehme, die Zählernummer. Junger Mann, können Sie bitte eine ordentliche Meldung machen, wenn Sie mit mir sprechen? Dann schauen Sie mal bitte nach der Zählernummer, geben Sie mir die einmal durch. Wie ist meine korrekte Ansprache? Herr Muschelmann. Nein, Sie wissen doch genau, mit wem Sie sprechen. Ja, den Namen möchte ich jetzt nicht aussprechen, weil ich glaube, sonst kriege ich Ärger, wenn ich den Namen jetzt ausspreche. Und wenn das nun mal mein Name ist, was ist das Problem daran, mich korrekt anzusprechen? Ja, ist halt, den Namen darf man ja öffentlich so nicht verwenden. Selbstverständlich, zu Dokumentations- und Aufklärungszwecken, so wie ich das tue, ist das kein Problem. Wir wollen ja nichts glorifizieren oder verharmlosen. Wir wollen es ins Lächerliche ziehen. Darum machen wir das doch. Darum sind wir doch hier, um die ganze Sache ins Lächerliche zu ziehen. Oder nicht? Ja, das aus dem Grund haben Sie, aus dem Grund haben Sie doch angerufen. Ja, nee, ich habe aus dem Grund angerufen, weil ich Ihnen natürlich einen günstigeren Stromtarif anbieten möchte. Bringen Sie mir Fegelein! Ja. Wo ist Fegelein? Ich will seinen Bericht. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Hallo? Ja. Ja, hier ist... So, möchtest du ein Zicke kaufen? Ich kann dir 3 Stück geben für 60 Europa. Ist ein guter Deal? Hallo? Hallo? Willst du kein Ziegel kaufen? Blätter! Oh, war das geil, Blätter! Ich glaube, das ist einer der besten Anrufe seit langem! Jede einzelne verdammte Stimme, bis auf Kevin, den wollte ich jetzt noch mit einbauen in einem Anruf. Leute, das ist aber extra viele Daumen, Kommentare und Empfehlungen an Freunde wert. Ich liebe es. Auch wenn mir jetzt verdammt nochmal der Hals wehtut und gleich Zeit für den Livestream ist. Bis dahin, meine Freunde, auf Wiederhören.